So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute habe ich für euch 10 Sticker und ein Geschenk hier von einem Mitarbeiter von mir. Vielen Dank an ihn. Er heißt Björn Fay. Ja, und das geht los nach dem Intro. Ja, heute habe ich für euch die 10 Stickertüten und hier das Geschenk, ein Tippkick. Fangen wir erstmal mit den Stickern an und am Schluss den Kicker hier oder Tippkick. So, natürlich die Bayern Sticker hier, der aktuellen Serie noch. Da hatte ein Tütchen 70 Cent gekostet und dann reißen wir mal eins auf hier. Habe ich schon lange kein Video mehr gemacht davon. So. Hier haben wir einen Glitzersticker. Ich hoffe, man kann den gut erkennen. So. Müsste. Könnte Tolisso sein. Tolisso. Hier haben wir einen jungen Spieler. Wer könnte das sein? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich werde es hier unten dann reinsetzen, wer es war. So, hier haben wir ein Unterteil von einem Spieler. Da muss ich auch erstmal schauen, wer das ist, weil hier sehe ich keine Nummer und nix. Hier haben wir Vidal. Und hier haben wir den Müller. Den Müller-Knüller. So, nächstes Stickertütchen. Hier haben wir Früchtl. Hier haben wir Boateng. Javi Martinez. Na? Ich glaube, so ist gut. Hier haben wir wieder einen jungen Spieler. Wer genau das jetzt ist, muss ich schauen. Hier haben wir Ribéry. Nächstes Tütchen. Hier haben wir Ancelotti, der ja noch Anfang der letzten Saison noch Bayern-Trainer war. Hier haben wir wieder Martinez. Hier haben wir Thiago. Hier haben wir wieder Vidal. Und hier haben wir Fabian Benko. Kommen wir zum nächsten Tütchen. Mal gespannt, wenn FC Bayern vielleicht noch verpflichten wird oder loswerden will. Hier haben wir wieder ein Unterteil, könnte von den Beinen Herr Müller sein. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Hier haben wir Martinez, James Rodriguez. Passt nicht, also ist es er nicht. Hier haben wir den Super Kimmich, von dem ich das sehr
ein sehr großer Fan bin. Hier haben wir Sebastian Rudi. Hier haben wir Felix Götze, der uns ja leider jetzt verlassen hat. Bin auch mal gespannt, wie diese Saison so verlaufen wird mit unter Niko Kovac und seinem Bruder. Hier haben wir wieder Ancelotti. Hier haben wir Rafinha. Leider haben sie die Nacht verloren gegen Manchester City, also gegen Pep Guardiola. Hier haben wir einen jungen Spieler. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Da kann ich mir die Namen nicht so merken, also ein paar Stück. Hier haben wir Sebastian Rudi als Porträt. Und Arjen Robben. Hier haben wir David Alaba. Das hier könnte Felix Götze sein. Thiago als Porträt. Rudi als Action-Sticker oder wie man das nennt. Das hier könnte Benko sein. So, weiter geht's. Hier haben wir Sven Ulreich als Porträt. Juan Bernat als Porträt. Mal gespannt, ob der überhaupt noch bleibt. Hier haben wir Ribéry als Porträt. Hier haben wir Tolisso als Action-Sticker oder wie man ihn nennt. Hier haben wir Robert Lewandowski, von dem ich jetzt kein so Fan mehr bin. Von mir aus hätte er können gehen. Aber naja. Hier haben wir das Heimtrikot. David Alaba, das obere Sticker-Teil. Thiago als Action-Sticker. Vidal als Action-Sticker. Robert Lewandowski als Porträt-Sticker. So, noch zwei Sticker-Tütchen und dann kommen wir zu dem Tipp-Kick. Hier haben wir Manuel Neuer in Action. Hier haben wir das Oberteil von Robben. Hier haben wir Rudi, das Oberteil. Das könnte Bengo sein. Oberteil. Und hier haben wir Felix Götze als Action-Sticker. Und der letzte Sticker. So. Carlo Ancelotti. Hier haben wir Rafinha in Action. Hier haben wir wieder ein Unterteil. Noch ein Unterteil. Und noch ein Unterteil.
Ja, das waren die Sticker. Jetzt kommen wir zu dem Tippkick. So, einen Augenblick. Erstmal so alles auf die Seite legen. So, dann schauen wir mal. Gab es wahrscheinlich im Kaufland, den gibt es bei uns hier nicht. Ja. Also ich habe es geschenkt bekommen, nicht irgendwie gesponsert oder so. So, dann öffnen wir den mal. So. Tunesien, also ein tunesischer Spieler soll das hier sein. So. Wie zeige ich das? So. Leider kein Ball dabei, schade. So. So sieht er von hinten aus. Ja, nochmal vielen Dank an meinen Arbeitskollegen. So, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr noch so eins sehen wollt von den Stickern hier, dann gebt ordentlich einen Daumen hoch. Ja. Und bis zum nächsten Mal.